Vielen Dank für die einleitenden Worte, vielen Dank für die Einladung. Wir sind ja eingeladen worden, einen dialogischen Vortrag zu halten, der ein Thema kontrovers angeht. Und wir haben uns im Vorfeld überlegt, wie macht man das am besten? Und wir sind skeptisch gewesen, ob es authentisch ist, wenn wir jetzt beide Blöcke vorbereiten, womöglich noch mit PowerPoint-Unterstützung, und haben also jetzt ein Format gewählt, das etwas ungewöhnlich ist, um eine kontroverse Debatte möglichst authentisch zu führen. Wir nennen das Gedankenschach. Wir haben so Handouts verteilt, da sind die Regeln dieses Gedankenschachspiels nochmal aufgeführt. Das Prinzip ist eigentlich recht einfach. Wir losen gleich aus, wer die Partie eröffnet, also das ist nicht klar. Wir wissen auch nicht, welche Argumente der andere jeweils vorbereitet hat. Wir diskutieren nur grob im Rahmen des Ausschreibungstextes, was Sie auch im Abstract lesen können. Und ein Zug im Gedankenschachspiel ist das Vortragen eines Arguments. Wir beide haben 15 Minuten Redezeit, also wir werden garantiert nicht überziehen. Und Sie sehen hinten die Schachuhr, die wir hier auch sehen. Wenn ein Zug im Gedankenschachspiel beendet ist, drücke ich die Uhr und die Redezeit des Gegners beginnt zu laufen. Und das machen wir so lange, bis eine Redezeit abgelaufen ist. Und dann hat der Gegner im Gegensatz zum Schach noch die Möglichkeit, sozusagen seine Restredezeit aufzubrauchen, sodass wir insgesamt 30 Minuten sprechen werden und dann noch 10 Minuten vielleicht abzüglich der 5 Minuten, die wir jetzt für die Einleitung brauchen, dann zur Diskussion haben. Und Philipp wird jetzt noch ein paar Worte sagen zur Genese dieses dialogischen Vortrags. Ja, bevor Axel dieses Format eigentlich entdeckt oder vorgeschlagen hat, haben wir immer so ein bisschen über diesen Bratkartoffel-Tweet auch gesprochen, und zwar, weil der in meinem vorletzten Buch zum digitalen Deutschunterricht kommt er so in der Einleitung kommt er vor, und zwar ging es damals um eine Diskussion, die ungefähr so lief. Ein Deutschlehrer hat mit seiner Klasse Faust gelesen und dann mit Snapchat so lustige Kurzvideos gemacht. Und dann war die Frage, ob Snapchat zu Faust, ob das jetzt didaktisch sinnvoll ist. Und das Erste, was dann aufkommt, ist jeweils dieser Mehrwertbegriff. Und wir beide, ich glaube, darüber werden wir nicht diskutieren. Wir sind beide total gegen diesen Begriff, also es ist schon problematisch, dass ich es überhaupt gesagt habe, aber einfach, wir wollen nicht Mehrwert, darüber wollen wir gar nicht sprechen. Und dann war aber trotzdem die Frage, die Zwischenposition ist, man muss trotzdem noch eine didaktische Rechtfertigung für das eigene Handeln im Unterricht natürlich vorbringen können, auch wenn es nicht um Mehrwert geht. Dann müsste man sich fragen, ja, weshalb benutzt man jetzt Snapchat, um Faust zu verarbeiten im Deutschunterricht? Und das war dann so ein Hin und Her auf Twitter, wie das manchmal so läuft. Und dann hat Axel eben diesen Tweet abgeschickt und gesagt, wenn es diese Bratkartoffel-App gäbe, morgen käme die erste Idee, was man damit machen kann. Und die Realität hat das Ganze ein bisschen eingeholt, weil Pokémon Go tatsächlich gezeigt hat, also sobald Pokémon Go draußen war, gab es auch schon Verlage, die Unterrichtsangebote dazu angeboten haben, was man jetzt mit dieser App im Deutschunterricht machen kann. Also das ist so wie die Extremvariante, wie extrem kann man Digitalisierung im Unterricht machen. Und der Kontext ist dieses SAMR-Modell, das man unten sieht, das so ein bisschen die Vorstellung impliziert, wenn man Technologie im Unterricht einsetzt, dann wird automatisch eine Neudefinition von bestimmten Aufgaben und Kompetenzen erfolgen. Und das gärt schon so ein bisschen zwischen uns, dass wir da eine konträre Haltung haben. Und darauf werden wir dann sicher zu sprechen kommen. Ich glaube, das reicht so als Kontext oder thematisches Setting. Okay. Kopf oder Zahn? Kopf. Du fängst an. Gut, kannst du die Uhr starten? Ich beginne mit einem Zitat von Hilbert Meyer, der kürzlich gesagt hat, digitale Medien im Unterricht sind nicht per se gut oder schlecht, es kommt darauf an, was man damit macht. Jetzt ist das Zitat so trivial, dass man fast denken könnte, es müsste fast wahr sein, und ich nehme jetzt aber die Gegenposition ein und sage, das ist totaler Unsinn, digitale Medien im Unterricht sind per se gut. Jetzt das erste Argument, weshalb sind sie gut. Sie zeugen von der Bereitschaft der Lehrkraft, die sie einsetzt, sich mit Digitalität überhaupt schon nur auseinanderzusetzen im Unterricht. Also sobald das gemacht wird, bringt mal eure Bratkartoffel-App mit, was auch immer die Bratkartoffel-App dann ist. Wir schauen uns das an. Ist das die Bereitschaft, die Jugendkultur, die digitale Kultur, Digitalität als Phänomen im Unterricht zu reflektieren? Und das scheint aus meiner Sicht ein Wert zu sein, den man nicht bestreiten kann.
Das ist zunächst mal eine Position, die durchaus eine Berechtigung hat. Aber wenn man sich daran erinnert, an die eigene Zeit zum Beispiel des Referendariats, dann war eine Kritik, die ein Fachleiter sofort vorbringt, wenn man auf dieser Schiene argumentiert: Es kann nicht nur darum gehen, jetzt zum Beispiel das Bild, was man so toll findet, mit in den Unterricht zu bringen oder die Methode, die man so toll findet, jetzt unbedingt in der nächsten Unterrichtsstunde anzuwenden oder eben auch die App, die man so toll findet und mit der man glaubt, Teil sozusagen der Jugendkultur zu werden, im Unterricht zu thematisieren. Und ich sehe eher die Gefahr, dass Lehrerinnen und Lehrer so etwas machen, was man die Nike-Didaktik nennen könnte. Die Nike-Didaktik geht so, die schließt an sozusagen gedanklich an den Werbeslogan von Nike, nämlich Just Do It. Also die Nike-Didaktik ist die Didaktik mit dem Motto einfach machen, ja? Manchmal noch ein bisschen mit dem Unterton, lass die Akademiker in ihren Elfenbeintürmen, die über Deutschdidaktik reden als transdisziplinärer Wissenschaft oder Matthias Gebser als eingreifende Kulturwissenschaft, lass die mal reden, just do it, bring jetzt mal Snapchat mit in den Unterricht. Punkt 1. Punkt 2, was der Lehrer oder die Lehrerin macht, wenn jetzt Snapchat mit in den Unterricht gebracht wird, ist ja eigentlich nicht Snapchat im Unterricht. Also wenn man sich mal ansieht, was dann da gemacht wird, also bei Snapchat und auch bei Twitter, würde ich sagen, Snapchat und Twitter sind komplexe Gebilde, komplexe Systeme, von denen im Unterricht manchmal nur sozusagen ein Rumpf übrig bleibt. Also von Twitter zum Beispiel, wir schreiben Texte, die ein Merkmal haben, nämlich sie dürfen nicht mehr als 280 Zeichen haben. Oder bei Snapchat, so wie auch in dem Beispiel, was der Ausgangspunkt für unsere Diskussion ist, entstehen dann Fotos, die man auch mit der ganz normalen Foto-App machen könnte. Ja, es ist so ein bisschen so wie, sagen wir, Fahrradfahren ist eine komplexe Handlung, man braucht ein Ziel, man muss das können, man muss Gleichgewicht halten können und so. Und Fahrradfahren unterscheidet sich vom Fahrrad. Also Fahrradfahren und das Fahrrad sind unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, manchmal wird Snapchat sozusagen als Fahrrad mit in den Unterricht gebracht, aber Fahrrad gefahren wird mit dieser App dann nicht. Da möchte ich entgegenhalten, die Perspektive der Lernenden, das ist vielleicht mehr zum ersten Punkt. Also dieses Just Do It ist ja, und das hat jetzt auch mit dem zweiten Punkt zu tun, ist ja nicht dieses Just Do It der Jugendlichen. Das Just Do It, das machen sie in der Freizeit. Sie benutzen Snapchat, so wie sie Snapchat benutzen wollen, und dazu brauchen sie keinen Unterricht, der ihnen sagt, ja, man kann jetzt hier auch Snapchat machen. Und der Unterricht führt ja dann zu einer dreifachen Reflexion, um das kurz auszuführen. Wir haben gestern darüber gesprochen, über Computerspiele, und es ging um eine Formulierung von Kants kategorischem Imperativ, nämlich der Zweckformel. Und also die kurz zusammengefasst, Menschen dürfen nicht Instrument für mich sein, sondern sie müssen der Zweck meiner Handlung sein. Und jetzt gibt es Affordanzen bei Computerspielen. Also Affordanzen sind Handlungsangebote oder handlungsverstärkende Eigenschaften, die dazu führen, dass sich andere Menschen, die in Computerspielen abgebildet werden oder die tatsächlich beim Computerspielen mitspielen, nur als Instrument für meine Handlung. Zum Beispiel, ich will viele Punkte haben und jetzt nerve ich die andere Person so stark, bis ich zu diesen Punkten komme, dass ich sie nicht als Mitspielende betrachte, sondern einfach als wie ein Gegenstand, ein Werkzeug, um zu meinem Ziel zu kommen. Und wenn das jetzt in den Unterricht reinkommt, so ein Spiel, bei dem man das macht, dann führt das automatisch zu einer Reflexion, oder die Lehrkraft kann so eine Reflexionsebene anbieten. Das ist die eine Ebene. Also die App, die Bratkartoffel-App im Unterricht, ist nicht einfach Just Do Bratkartoffel-App, sondern es ist, was soll das eigentlich, diese Bratkartoffel-App? Es ist schon mal eine reflexive Distanz dazu. Das Zweite, was reflektiert wird, ist der Deutschunterricht selbst. Ich habe in diesem Semester mit meinen Klassen Sketchnotes gemacht, das sind so grafische Notizen. Und in den Reflexionen am Schluss des Semesters haben einige Schülerinnen und Schüler geschrieben, ist das überhaupt noch Deutschunterricht? Also was machen wir denn da? Und wenn man jetzt Snapchat im Deutschunterricht macht, dann muss man damit rechnen, ich muss mich als Lehrkraft irgendwie rechtfertigen für das, was ich tue. Ich muss darüber nachdenken. Also diese Reflexion findet statt. Und das Dritte ist, es wird deutlich, dass es eine Medialität der Bratkartoffeln gibt. Also dass alles, was wir tun, also Unterricht,
und Literatur und Filme, dass das mediale Erscheinungsformen sind und dass die App, die man mitbringt in den Unterricht und dort einsetzt, die macht das deutlich, dass Kultur immer medialisiert stattfindet und vermittelt wird. Und das ist dieser dritte Aspekt der Reflexion, die der Unterricht eben leisten kann. Also ich stimme dir zu, was diese drei Reflexionsebenen angeht. Ich glaube, dass man aber vielleicht auch mal schauen muss auf dieses generelle Problem, was ja auch der Ausgangspunkt für diese Tagung ist, nämlich wie kann man im Deutschunterricht digitale Kompetenzen fachlich fördern und wie kann man fachliche Kompetenzen des Deutschunterrichts digital fördern. Also diese doppelte Bewegung, wenn Sie sich daran erinnern, die KMK-Standards für Lernen in der digitalisierten Welt, die sind ja eher so top-down, allgemein medienpädagogisch formuliert. Und es käme doch jetzt aus der Sicht des Deutschunterrichts darauf an, zu gucken, wie kann ich das aus der Fachperspektive einholen? Also wie kann ich fachliche Kompetenzen digital fördern und digitale Kompetenzen fachlich? Und da ist mein Eindruck, dass wegen der besonderen medialen Verfasstheit des Deutschunterrichts, dessen Gegenstände ja immer schon mit Sprache und Literatur Medien sind, häufig so ein bisschen die didaktische Fantasie fehlt. Also man sagt dann, ja, ich nehme Snapchat und was können wir machen? Wir können zum Beispiel gucken, welche sprachlichen und ästhetischen Besonderheiten dieses Medium aufweist. Da würde ich sagen, ja, kann man machen, ist aber nicht besonders didaktisch raffiniert und interessant. Da gibt es doch bessere Ideen. Also Snapchat nicht als primär Lerngegenstand, bei dem ich wie vor 20 Jahren beim Chat gucke und danach bei der SMS, welche sprachlichen Besonderheiten gibt es da, sondern gibt es vielleicht eine Möglichkeit, diese Apps auch als nicht nur Gegenstand, sondern auch als Lernmittel einzusetzen. Und da würde meine Kritik vom Anfang nochmal greifen, das sehe ich sehr selten. Ja, als Gegenstand ja, um bestimmte Kompetenzen zu fördern, als Lernmittel nein. Und dann ist die Frage, brauche ich dann, also ist es dann nicht sozusagen einen Schein, den ich da erwecke, dass ich tatsächlich mit Snapchat arbeite. Ja, das mag tatsächlich. Also wir haben ein großes Spektrum und ein Ausschnitt daraus ist sicher das. Ich erwecke einen Schein damit, dass ich mit Snapchat arbeite. Hat auch damit zu tun, dass ich natürlich die Leute, die das auf Twitter verbreiten, dass sie das tun, sich damit auch gewissermaßen profilieren wollen. Also sie tun es gar nicht unbedingt in didaktischer Absicht, sondern im Sinne eines Reputationsmanagements. Aber trotzdem kann man ja sagen, in diese fachliche Debatte oder in diese rein deutschdidaktischen Entwicklungen, die sich ergeben haben, die kommen ja immer mit einer gewissen Verzögerung auch im Unterricht an. Und gewisse Dinge, die werden sehr zurückhaltend rezipiert. Also wir können die Schreibdidaktik nehmen, da gibt es viele Einsichten vom materialgestützten Schreiben über Schreiben als Prozess, die man eigentlich weiß, dass es so ist oder dass der aktuelle Stand der Forschung ist, aber im Unterricht macht man eine komplett davon abweichende Praxis. Und ich formuliere es vielleicht eher als Hoffnung, weil es natürlich nicht so apodiktisch gesagt werden kann, dass das automatisch passiert, wäre die, dass das Schreiben in diesen digitalen Settings, wenn man das dann natürlich auch zulässt, dass das diese Einsichten auch umsetzt, weil es keine zeitgemäßere Art der Sprachverwendung gibt, als die in diesen Apps tatsächlich passiert. Also, dass es so wie eine Annäherung an das gibt, was auch die tatsächliche Jugendkultur ist. Und hier, denke ich, ist so wie ein Einfallstor auch daran zu sehen, dass der Unterricht ja immer gesellschaftlichen und medialen Bedingungen unterliegt. Was im Deutschunterricht passiert, ist ja nicht gelöst davon, was sich sonst so in der Welt verändert und was mit diesem Leitmedienwechsel passiert. Und da kann man vielleicht den Vergleich mit dem mit Sprachwechsel heranziehen. Sprache verändert sich deshalb, weil Menschen Sprache benutzen und so. Und wenn sie Sprache benutzen, verändert sich die Sprache auch. Und die medialen Gewohnheiten verändern sich auch, aber für viele Erwachsene ist es gar nicht zugänglich, was da eigentlich passiert. Also wenn man über Computerspiele spricht, so wie Andreas und ich das gestern gemacht haben, dann gibt es viele Leute, die sagen, ja, ich spiele gar nicht. Ich weiß gar nicht, was das für Praktiken sind, die da ablaufen. Und das ist
ein grundsätzliches Problem für den Deutschunterricht, dass es viele Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer gibt, die nicht wissen, was für mediale Praktiken sich bei den Jugendlichen verbreiten. Und dann wäre die Hoffnung die, mit diesen Apps gibt es zumindest einen Gesprächsanlass, zu sagen, ja, jetzt erzähle ich Ihnen mal, wie ich das so mache. Und dass dann eine Auseinandersetzung damit stattfindet, ja, wozu brauchen Sie jetzt überhaupt diesen Deutschunterricht und wie müsste er sich vielleicht entwickeln, damit diese Bedürfnisse auch abgedeckt werden könnten und nicht nur Bedürfnisse, sondern stärker auch dann Kompetenzen, die es dazu braucht. Also im Hinblick auf Computerspiele würde ich sofort mit dir übereinstimmen und würde sagen, ja, das hat ja zum Beispiel Jan Böhmann gezeigt, dass man das, was etwa Spinner formuliert hat, in den 11 Aspekten literarischen Lernens, dass sich das in ähnlicher Weise auch mit Computerspielen zum Beispiel realisieren lässt. Auf der anderen Seite würde ich aber dir widersprechen, denn ich glaube, dass es nicht ausgemacht ist, dass ein Lehrer oder eine Lehrerin tatsächlich, so wie du das ja vehement immer forderst, tatsächlich Teil der Medienwelt der Jugendlichen ist. Ich glaube, dass die Medienwelten Jugendlicher auch natürlich immer eine Form der Abgrenzung gegenüber der Welt der Erwachsenen sind. Also solche Phänomene wie zum Beispiel, Sie alle kennen Instagram, nur wenige kennen vielleicht Finstagram. Ja, da gibt es einen Blogpost von Philipp Wampler dazu. Finstagram ist sozusagen ein Account bei Instagram, den sich Jugendliche anlegen, weil sie wissen, dass es einen Context-Collapse gibt zwischen dem Instagram-Profil, auf dem sie selbst sein können, und dem Instagram-Profil, das sie vielleicht in der Schule brauchen, weil der Lehrer der coole Typ ist, der jetzt auch noch in die Jugendkultur eingreift. Und dann haben sie eben einen Schul-Instagram-Account, da sind sie sozusagen Ausbildungsplatz suchen tauglich, und dann haben sie ihren echten, authentischen Instagram-Account. Punkt 1. Punkt 2, es gibt das Phänomen, was Dana Boyd in It's Complicated beschreibt, der sozialen Steganographie, dass nämlich Jugendliche versuchen, weil sie wissen, dass ihr Social-Media-Auftritt zumindest halböffentlich ist, Informationen sozusagen in ihrem öffentlichen Profil so zu verstecken, dass es ein Erwachsener zwar sehen kann, aber die geheime Botschaft, die damit vermittelt wird, nicht versteht. Ja? Also zum Beispiel ein Erwachsener wird sich vielleicht wundern, dass auf einem Instagram-Bild, auf dem keine Person zu sehen ist, sondern vielleicht eine Blumenvase, 30 Personen markiert sind und die in einer bestimmten Weise angeordnet sind. Und die Jugendlichen wissen aber, und der Erwachsene wird sagen, wie blöd ist denn Björn Kevin, der fotografiert eine Vase und markiert dann 30 Leute. Was aber die Eltern nicht wissen, ist die Art und Weise, wie die Leute markiert sind, an welcher Stelle sie stehen, ob sie im Zentrum stehen oder eher am Rand, sagt etwas aus über die Beziehungen zu diesen Menschen. So, und das ist also ein kompliziertes, komplexes System, wo Jugendliche versuchen, sich auch bewusst abzugrenzen gegenüber der Welt der Erwachsenen. Und ich finde, der Preis ist zu hoch, wenn man das dann in der Schule sozusagen manchmal sehr im Hauruck-Verfahren thematisiert. Ja, ich glaube, es ist ein Missverständnis zu sagen, ich wolle, dass Lehrkräfte Teil der Jugendkultur werden, sondern ich möchte, dass sie sich damit auseinandersetzen. Also, dass sie ein Bewusstsein dafür haben, was da abläuft. Und was du jetzt gerade mit diesen Beispielen beschrieben hast, zeigt ja dann auch, dass Jugendkultur sehr stark von sozialen Fragen bestimmt ist, weil die im Mittelpunkt stehen und dass es auch sehr viele Kompetenzen braucht, um überhaupt da wirksam mitspielen zu können, weil man all diese Erregungen verstehen muss, die ja vor den Erwachsenen mit gutem Grund auch versteckt werden, weil man das gar nicht will. Ich meine nicht, es ist nicht so ein voyeuristisches, ja, erzählt mal, was ihr so wirklich macht auf Instagram, ich will jetzt alles wissen, sondern es ist mehr so, wir diskutieren mal über dieses Phänomen, ich habe das jetzt irgendwie beobachtet oder das taucht dann halt bei Snapchat automatisch auf, also zum Beispiel so eine gewisse Bildästhetik. Also nehmen wir mal, die machen jetzt diese Faustbilder, ich habe die jetzt noch im Kopf, und dann statt die irgendwie gerade zu machen, so mit bestimmten Formaten, so werden die schräg. Oder warum machen die das, oder wie wird Text hinzugefügt? Also was ist die Funktion so gewisser ästhetischer Verfahren, dass man da dran anknüpft? Also das wäre mal so wie eine Ergänzung dazu. Vielleicht können wir das auch als Überleitung nehmen zum SAMR-Modell. Du hattest ja eingangs gesagt, dass schon die Bereitschaft eines Lehrers oder einer Lehrerin mit Snapchat in den Unterricht zu gehen, würde also zeigen, dass sie sich auf den richtigen Weg gemacht hat, zumindest die Digitalisierung jetzt auch in die Klassenräume zu tragen. Und ich sehe dieses SAMR-Modell, was ja im Prinzip
wenn ich das richtig verfolgt habe, die Debatte schon so eine Art kanonischer Bezugspunkt geworden ist. Es gibt also Websites, die sozusagen Unterrichtsideen auflisten und dann wird immer gleich gesagt, ja, das ist Stufe S, das ist nicht so gut, das ist Stufe A, das ist schon Augmentation, das ist besser. Und hier haben wir drei Beispiele für Redefinition. Ja? Und das ist eigentlich das, wo wir hinwollen. Und die Kritik, ich glaube, da sind wir uns einig, ist, dass da natürlich dieser Werkzeug-Medienbegriff sehr technologisch dahinter steht. Und wenn Sie sich mal die Grafik ansehen, die wir auf dem Handout verteilt haben, ist ganz links dieses Männchen, was auf den See da schaut. Und da steht daneben, dass das die Stufe sei, wo man im Unterricht keine Technologie verwendet. Und das ist natürlich vollkommen falsch, denn natürlich sind auch Buch und Schrift Technologien, ja, also denken Sie an Giesecke, Buchdruck als Hochtechnologie des 15. Jahrhunderts. Ich glaube, der Fehler, der jetzt gemacht wird, ist folgender, oder der Fehler, der im SAMR-Modell steckt, ist folgender: Die Stufe Redefinition wäre aus meiner Sicht die Stufe, die erreicht ist, wenn wir es geschafft haben, den Paradigmenwechsel zu vollziehen. Also wenn wir es geschafft haben, das Schulsystem so auszurichten, dass es auch die Stärken der digitalen Medien ausschöpfen kann. Ich hatte mit Herrn Fischer im Nachgang zu dem Vortrag nochmal ganz kurz gesprochen. Es scheint mir so zu sein, dass die digitalen Medien eben im aktuellen Paradigma ihre Stärken gar nicht ausspielen können. Das können Sie an einem einfachen Beispiel sehen. Die Stärke digitaler Medien besteht zum Beispiel in den Bereichen Kommunikation und Kooperation oder Kollaboration. Die Prüfungsformate, die wir aktuell haben, sind aber alle so ausgerichtet, dass, also Kommunikation heißt unter heutigen Prüfungsbedingungen Unterschleif. Ja? Also das, was wir als eine der 21st Century Skills bezeichnen, gilt in der Schule immer noch als Betrugsversuch. Und das ist ein sehr deutliches Zeichen dafür, dass das, was digitale Medien können, im momentanen Rahmen nicht tatsächlich verwirklicht werden kann. Und ich glaube, im Gegensatz zu Philipp Wampfler, dass die Stufe R aus dem SAMR-Modell prinzipiell in diesem Rahmen nicht erreicht werden kann. Ja? Und dass dieses Modell aber suggeriert, wenn wir nur, was weiß ich, den Beamer demokratisieren und alle Schüler mit Snapchat Faust fotografieren, seien wir irgendwie schon bei Stufe R. Und das hielte ich für einen völlig falschen Weg, weil man damit nämlich etwas sozusagen befeuert, was ich palliative Didaktik nenne. Für die, die das nicht kennen, palliative Didaktik meint den Umstand, dass man nicht wirklich dazu beiträgt, dass sich das Schulsystem grundlegend ändert. Man weiß, das geht irgendwie den Bach runter, dieses Schulsystem, das stirbt. Wir können das nicht mehr heilen, aber anstatt jetzt sozusagen Heilungsversuche zu starten, versucht man, dass es den Beteiligten so lange wie möglich, so gut wie möglich geht. Das ist sozusagen Palliation im Bereich der Bildung. Ja? Und dann macht man so bunte Snapchat-Sachen. Das ist im Prinzip häufig nur versteckter Behaviorismus, der dahinter steht. Reiz-Reaktionsschema, Sie kennen das alle, diese Learning-Apps oder Learning-Snacks, noch schlimmer. Ja? Also, oder Kahoot. Ja? Kahoot ist auch eine Form palliativer Didaktik. Man macht Grammatik schmackhaft. Man weiß eigentlich nicht, warum die das lernen sollen, aber man macht einen Grammatik-Kahoot und alle sind dabei. Und ich glaube, dass das Modell in dieser Form mit dem R hinten, was man glaubt erreichen zu können, im bestehenden Rahmen eine große Gefahr darstellt. Ja, dann vielleicht dazu gleich zwei Beispiele. Ich beginne mal mit Kahoot. Da hat ja Herr Fischer schon den Effekt beschrieben, dass man Kahoot am Anfang einsetzt, dann gibt es das, was ich einen Kahoot-Sog nenne, man erlebt das zum ersten Mal in der Klasse und denkt, wow, das mache ich von jetzt an immer, weil die Klasse sagt, dürfen wir nochmal und das war total super und dann erschöpft sich das. Das ist völlig klar, irgendwann funktioniert es nicht mehr. Und dann wird man ja überlegen, weshalb funktioniert es nicht mehr. Und die Seiten, die genau diese Bewertung mit diesen, auf welcher Stufe sind wir, vorschlagen, die haben auch so Kahoot-Ideen. Und eine Kahoot-Idee, die dann weitergeht, ist, dass nämlich die Schülerinnen und Schüler die Fragen stellen. Also ist man schon einen Schritt weiter gekommen. Also sie sagen dann, wir machen Zusammenfassung mit Kahoot, heißt diese Methode. Also ich zeige Ihnen was, Lehrvortrag oder Video und so weiter, und die Verarbeitung davon ist, dass Sie ein Kahoot-Quiz machen, das Sie dann den anderen Schülerinnen und Schülern zeigen. Also das ist schon mal wie so
es, dadurch, dass sich das erschöpft im Unterricht und dass man dann nicht irgendwie, jetzt machen wir zuerst Faust mit Snapchat, dann machen wir irgendwie Effie Briest mit Pokémon Go und so weiter, irgendwann wird dann die Klasse nicht mehr finden, ja, okay, wow, ey, Snapchat im Unterricht, das ist krass und so, sondern irgendwann finden, was soll denn das, jetzt können wir mal anständigen Deutschunterricht machen. Und dann muss man sich was überlegen, oder? Deshalb meine ich, es ist per se schon mal gut, weil die Lehrkräfte dadurch auch herausgefordert werden. Und der nächste Punkt ist der, dass wir hatten schon zuvor die Frage der technologischen Ausstattung in der Schweiz. Und an Gymnasien ist es so, dass eigentlich die letzten Gymnasien in der Schweiz jetzt so langsam den Sprung zu Bring Your Own Device machen. Also wir haben WLAN und die Schülerinnen und Schüler bringen die Computer mit. Und dann ist die Abiturprüfung in der Schweiz im Fach Deutsch ist ganz einfach. Es gibt 4 Themen und dazu schreibt man 4 Stunden lang einen Aufsatz. Das ist klassisches Prüfungsformat, eigentlich an allen Schulen gleich. Und die Schulen, die jetzt schon länger Bring Your Own Device eingeführt haben, die hatten zuerst immer das Problem, ja, wie machen wir jetzt das, wenn die mit ihren Laptops kommen, dass sie diese Prüfungen schreiben können ohne Kommunikation, und also noch mehr Angst davon hat man, dass es dann Onkel gibt und der arbeitet bei der Zeitung und der wird dann den Maturaufsatz, wie das in der Schweiz heißt, schreiben. Und dann gab es so irgendwie bei der ETH, da haben sie einen Stick und dann kann man den einstecken und dann kann der Computer gar nichts mehr, nur noch irgendwie Word, und das ist super, oder? Also man kastriert dann so die Computer. Aber jetzt kommen die ersten Schulen bei mir an und sagen, jetzt haben wir uns überlegt, eigentlich geht das ja nicht, oder eigentlich sollen die das Internet benutzen dürfen. Wie machen wir das jetzt, dass es eine schlaue Prüfungsform gibt, bei der die Schülerinnen und Schüler im Internet recherchieren dürfen? Also weil die Technologie da ist und weil es die Prüfungsform gibt, verändert sich jetzt auch die Prüfungsform dahingehend, dass es eine bessere Lösung, also die Leute überlegen sich was dazu, weil sich eben diese Dinge auch totlaufen und erschöpfen. Also das ist ja eine positive Entwicklung, Veränderung von Prüfungsformaten sozusagen unter dem Druck auch gesellschaftlicher Veränderungen, die auch ins Bildungssystem durchschlagen. Das, was du am Anfang gesagt hast, dass jetzt Schüler Kahoot machen, finde ich eine merkwürdige Vorstellung. Also es gibt ja dieses Sprichwort, wenn man einen Scheißprozess digitalisiert, hat man einen scheiß digitalisierten Prozess. Und wenn man den jetzt von Schülern machen lässt, dann hat man einen von Schülern gemachten scheiß digitalisierten Prozess. Das halte ich nicht für einen didaktischen Fortschritt. Im Übrigen auch nicht, weil auch gerade schon in Vorträgen der Begriff der Interaktivität gefallen ist. Man kann mit Lev Manovic, dafür argumentieren, dass das, was wir hier zur Verfügung haben an interaktiven Formaten, die wir so toll finden, entweder gar nicht interaktiv ist oder was Triviales. Also trivial ist Interaktivität, wenn es einfach ein Definitionsmerkmal eines Computers meint. Also jeder Computer braucht ein Human-Computer-Interface, und das ist sozusagen dafür da, dass der Mensch mit der Maschine interagieren kann. Das heißt, die Behauptung, oh, hier haben wir einen interaktiven Computer, ist ungefähr so gehaltvoll wie die Behauptung, oh, hier haben wir einen Kreis und übrigens, der ist auch rund. Ja, also das gehört zur definitorischen Ausstattung eines Computers. Wenn das nicht so gesehen wird, braucht Interaktivität Verständnis auf beiden Seiten. Ja? Aber ein Computer versteht nicht das, was der menschliche Anwender macht. Also das sind Prozesse, die immer noch so ablaufen wie bei Eliza. Also ich kann jetzt den Kontext nicht ausführen, ja, aus Zeitnot. Aber ich sag mal, das Stichwort Searle, Chinese Room Argument ist immer noch, finde ich, der Punkt gegen die Thesen der Strong Artificial Intelligence. Also Maschinen verstehen nicht wirklich menschliche Sprache oder können gar Bewusstsein haben. Und ein Computer ist genauso intelligent wie ein Text. Ja, also er ist so intelligent wie das, was wir da reinlegen. Das heißt, wir haben es auch mit Formaten zu tun, von denen immer behauptet wird, das ist irgendwie interaktiv. Aber ich stelle mir unter einem interaktiven Video zum Beispiel was anderes vor, als 2 Minuten bei YouTube zu gucken, wie ein Salat gemacht wird und dann gefragt zu werden, ist da schon Tomate drin? Und dann erst weitermachen zu können, wenn ich da drauf geklickt habe, ja. Und dann geht das Video weiter. Also das, finde ich, sind eben alles Formen palliativer Didaktik, die ich didaktisch merkwürdig finde. Ja, die finde ich auch didaktisch merkwürdig. Das ist, vielleicht müssten wir das Kahoot-Beispiel ja noch weiterspinnen. Also man hat dann was jetzt die Schülerinnen und Schüler auf allen Ebenen der Kompetenzstufen anspricht. Also sie werden auch dazu gebracht, ihre Werte zu formulieren, Haltungen einzunehmen, sich wirklich kommunikativ dazu zu äußern. Also man zeigt ihnen was jetzt wirklich, was Komplexes ist, oder? Also sagen wir,
Wir sehen eine Brecht-Inszenierung und jetzt muss man sich fragen, ist das jetzt die richtige Art, ein Theaterstück episch aufzuführen oder gibt es da ein Problem damit oder was löst das aus und so weiter. Und jetzt das Einzige, was Sie tun können, ist Kahoot-Fragen dazu stellen. Dann werden Sie irgendwann mal sagen, ja, hören Sie doch mal auf mit diesen Kahoot-Fragen, also irgendwie kommen wir da nicht mehr weiter damit. Und dann müsste man sich überlegen, ja, was wäre jetzt ein gutes Format. Dann gibt es ja zum Beispiel diese Kialo-App, das ist ein Debattentool, wo man eine kontroverse Frage stellen kann und die Macher versprechen sich davon, so dieses Hickhack im Netz dadurch lösen zu können, dass auf beiden Seiten eigentlich Argumente schrittweise elaboriert werden. Also man hat dann nicht, wie wir jetzt 15 Minuten Zeit, sondern wir würden das im Netz machen und alle machen es at your leisure, also wenn man Zeit hat, fügt man da noch was dazu und man kann Unterargumente auch wieder ausführen und belegen und jemand moderiert das Ganze und kann sagen, das Argument muss weg oder es muss an einen anderen Ort oder es muss ausgeführt werden, dass sich das so entwickelt. Und das wäre ja dann wie das Nachfolgeprodukt zu diesem Kahoot-Prozess. Aber tatsächlich, also man muss ja mal schon auch ein bisschen schauen, mit was vergleicht man das oder was wären dann so die Unterrichtsmethoden, die vielleicht angewendet werden, wenn man nicht eben Kahoot einsetzt. Und da hat man dann auch häufig so didaktisierte Arbeitsblätter, die auch Fragen stellen, die natürlich so ein bisschen unter Niveau sind bei gewissen Schülerinnen und Schülern. Und wenn das an diesem Einsatz gewisser Technologien dann auch tatsächlich eine kritische Auseinandersetzung ist, dann wäre das wertvoll. Aber ganz klar, das sind ganz viele Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit man wirklich sagen kann, das ist ein sinnvoller Einsatz. Also ich würde vielleicht mal ein Gütekriterium aufstellen wollen für Apps, die man auch im Deutschunterricht didaktisch sinnvoll nutzen kann. Das ist relativ einfach und zwar eine App ist, je besser, desto weniger die Entwickler voraussehen können, was damit konkret im Unterricht gemacht wird. Und dann kommt der Blick ziemlich schnell auf die wirklich offenen Formate, also sowas wie die Leute, die das nutzen werden, da vielleicht zustimmen, also so eine App wie Explain Everything, mit der man eigentlich alles machen kann, also eine Whiteboard-Software, die eigentlich nur darin besteht, dass man eine weiße Fläche und eine Anzahl von Werkzeugen hat. Damit weiß man eben gerade nicht, oder die Entwickler wissen gerade nicht, was damit konkret im Deutschunterricht gemacht wird. Ich sage mal eine Anwendungsmöglichkeit von Explain Everything, die die Entwickler garantiert nicht vorausgesehen haben, und zwar folgende. Man kann damit beliebige digitale Medien auf so einer Whiteboard-Oberfläche anordnen, also auch zum Beispiel Filme. Und man kann gleichzeitig, wenn man jetzt diesen Film auf der Oberfläche bewegt oder mit einem Pfeil irgendwie eine Achse einzeichnet, das als Screencast aufnehmen. Also man kann sozusagen Erklärvideos erstellen, während man mit dem Film arbeitet. Diese Funktion haben die Entwickler vielleicht vorausgesehen, aber bestimmt nicht folgende. Man kann nämlich auch das Video, zum Beispiel einen Ausschnitt aus irgendeinem Hollywood-Film, ohne Ton ablaufen lassen. Man stellt einfach den Ton des Originalfilms auf Null und die Screencast-Funktion nutzt man dann zum Synchronisieren des Films. Und dann hat man auf einer Oberfläche hinterher zwei Tonspuren, einmal den Originalfilm und einmal den neu synchronisierten Film. Das ist nicht nur für den Deutschunterricht eine interessante Sache, sondern auch für Fremdsprachenunterricht beispielsweise, nicht? Also wo man eigenes digitales Material auf dieser Oberfläche einbinden kann und verändern kann. Solche Sachen würde ich mir wünschen, ja, anstelle von Bildern von Schülern im Treppenhaus, die man als Faustinterpretation ausführt. Ja, das würde ich mir auch wünschen, aber das Gütekriterium, dem muss ich doch noch widersprechen, ich habe noch etwas mehr Zeit. Deshalb kann ich nicht. Du hast schon Dana Boyd's It's Complicated erwähnt und dort wird ja gezeigt, dass Jugendliche sehr oft diese Funktionen eigentlich gegen den Strich verwenden. Also die Entwickler sehen was voraus, aber die Jugendlichen nutzen es ganz anders. Also das schlagende Beispiel ist die Deaktivierfunktion bei Facebook. Sie hat das geschrieben, als Facebook noch sehr beliebt war. Und dann hat sie von einer Jugendlichen geschrieben, die eigentlich den Eltern, also die hatte so erzieherische Probleme und kam so in eine spezielle Schule und so. Und dann wurde eigentlich ihr Social-Media-Profil überwacht.
Und sie hat dann eigentlich gesagt, sie hat gar kein Facebook mehr und hat eigentlich immer, wenn sie es nicht benutzt hat, hat sie es deaktiviert. Also sie hat sich wie gelöscht. Aber Facebook macht diese Löschung immer nur provisorisch, sodass man sie in einem bestimmten Zeitraum, kann man das komplette Konto wieder aktivieren. Und sie hat eigentlich immer abends eine halbe Stunde hat sie ihr Konto aktiviert, hat es benutzt und dann hat sie es wieder komplett deaktiviert. Also sie hat eigentlich die Funktion für was völlig anderes benutzt, nämlich um so ein Dark Facebook oder ein ja, bei Finstagram, es wäre dann so ein, ja, ein finsteres Facebook zu haben. Genau. Und da sind wir ja wieder wie bei der Jugendkultur. Wenn man nämlich Jugendlichen, ich würde jetzt nicht sagen, die App muss das schon voraussetzen, sondern das didaktische Setting muss voraussetzen, dass die Schülerinnen und Schüler damit Dinge tun können, die die Lehrkraft nicht voraussieht. Also das würde ich als didaktisches Gütekriterium in die Waagschale werfen und sagen, der Unterricht muss eigentlich so sein, dass etwas passieren kann, was mich als Lehrperson überrascht. Das ist eine agile Vorstellung von Unterricht, dass ich nicht voraussehen kann und das planen kann. Und da würde ich jetzt auch sagen, ist diese Kultur in den Referendariaten, so Plandidaktik zu vermitteln und zu sagen, man muss Unterrichtsentwürfe schreiben, die ist absolut fatal, weil keine erfahrene Lehrkraft macht das so. Also niemand, also Leute, die wirklich was von Unterrichten verstehen, planen den Unterricht nicht von Anfang bis Ende durch. Aber Leute, die das lehren sollen, müssen das machen, um irgendwie Punkte zu bekommen oder Noten oder sowas. Und da wäre auch natürlich, das wäre so meine Voraussetzung, die digitalen Tools sind per se gut im Unterricht, wenn sie in irgendeiner Form agil eingesetzt werden. Du überwachst, ne? Also ich, als ich das Buch gelesen habe zur agilen Didaktik von Christoph Ahn, ist es, ne? Da habe ich, Ja, du kannst den Satz noch, ich schenke dir noch etwas. Da habe ich gedacht, agile Didaktik ist eigentlich genau das, was ich mir als theoretische Legitimation für das Nichtvorbereiten des Unterrichts immer gewünscht habe. Und dass das jetzt so floriert, könnte man eben auch in die Richtung interpretieren, dass diese Just-Do-It-Didaktik damit befeuert wird. Und das wäre, glaube ich, eine falsche Richtung. Prinzipiell stimme ich dir aber zu. Vielen Dank für den Satz. Ja, genau. Ja, das wäre natürlich, also damit können wir wieder dazu zurückkommen zu sagen, ja, man kann auch natürlich die agile Didaktik falsch verwenden. Ich sage vielleicht noch die positive Idee. Es ist natürlich das, was, das ist auch mit dem Meyer, der hat, ich glaube, es Türklinkendidaktik genannt. Man sagt manchmal auch so Türschwellendidaktik. Also ich komme ins Zimmer und überlege mir mal, was machen wir heute. Und das ist natürlich dann, das wäre die falsche Idee, zu sagen, ich muss nichts vorbereiten. Also man könnte auch sagen, wir haben jetzt dieses Format gewählt, damit wir nichts vorbereiten müssen, weil sonst hätten wir Folien machen müssen. Es wäre viel mehr Arbeit gewesen, als jetzt hier einfach locker flockig so ein bisschen Gedankenschach zu spielen. Und trotzdem steckt ja dahinter auch eine didaktische Überlegung, weshalb wir es so gemacht haben. Und das wäre beim guten agilen Unterricht natürlich auch so, dass man dann, das würde dann auch das Verhältnis zur Theorie, um diesen Bogen noch einmal aufzunehmen, dass du sagst, ja, Fachdidaktik wird immer so, das muss man halt an der Uni mal machen und dann ist man in der Praxis und dann braucht man es nicht mehr. Dann ist einfach just do it. Dann brauchst du das. Und die gute agile Didaktik würde ja dann, wenn ich an einen Punkt komme, wo ich sagen muss, jetzt muss ich mir das mal genauer überlegen, weshalb passiert das in meinem Unterricht? Also weshalb sagen jetzt meine Schülerinnen und Schüler das? Oder weshalb tun sie das auf die Art und Weise? Ich muss mal eine Lösung dafür finden, dass man dann wieder zurückgeht und sich versucht, diese Dinge zu überlegen. Und genauso natürlich auch bei diesem Einsatz digitaler Tools, dass man im richtigen Moment auf die Theorie zurückgreift und nicht in einem bestimmten vorgegebenen Moment und die dann eben den Transfer nicht leisten kann, sondern dass sich der Transfer eigentlich aus der Unterrichtssituation ergibt und nicht aus der Theorie, die man irgendwann mal gelernt hat. Bitte? Ja, dann würde ich sagen, mit der Argumentation von Klaus Mayrald einigen wir uns auf ein Remis. Noch ganz wichtig, ein letzter Satz noch, das hatte ich in der Einleitung vergessen. Wir haben natürlich jetzt, also einerseits sollte das ein Beitrag sein zu so etwas, was man fröhliche Wissenschaft nennen könnte. Und andererseits haben wir natürlich unsere Positionen, das haben wir vorher abgesprochen, ein bisschen stärker gegeneinander konturiert, als wir das eigentlich gemacht haben.